Danke. Ja, hallo, schönen Nachmittag. Schön, dass doch so viele Leute gekommen sind heute hier ins Café Hammerkommen. Ja, ich werde ganz kurz darüber sprechen, warum wir jetzt hier diese Zukunftsgespräche heute an den nächsten zwei Sonntagen führen. Wir sind jetzt eben hier heute, weil am Dienstag hatte das Stück Premiere im Saal, Der letzte Mensch von Philipp Weiß in der Inszenierung von Ingrid Lang. Schon mal jetzt für alle, die die Inszenierung noch nicht gesehen haben, eine herzliche Einladung. Man kann es noch bis Ende Oktober anschauen. Ja, und gerade eben bei diesem Stück gab es eben vorab in der Probenzeit die Überlegungen. Also mein Name ist übrigens Patrick Rothkegel. Ich arbeite als Dramaturg hier am Theater und habe auch diese Produktion dramaturgisch betreut. Und es war eben vorher schon die Überlegungen, dass es gerade bei diesem Stück sehr interessant wäre, quasi die einzelnen Teile des Theaterabends noch an anderen Veranstaltungen inhaltlich zu vertiefen. Deswegen ganz kurz doch auch zum Stück für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ganz generell werden wir heute hier versuchen, so zu sprechen, dass man quasi dieses Stück nicht gesehen haben oder gelesen haben muss, aber doch auch immer wieder darauf referieren und hoffentlich aber quasi dann alle Punkte, über die wir reden, auch sozusagen wiederholen. Deswegen ganz kurz auch zu diesem Stück. Das Stück zeigt drei Szenarien, immer im Jahr 2107, und wirft sozusagen die Hauptfigur Liv van der Meer in drei unterschiedliche Settings. Im ersten Setting treibt sie auf einem aus Müll zusammengesetzten Floß auf dem Nordpolarmeer als letzter Mensch unter einer nie untergehenden Mitternachtssonne. Das ist das Kollaps-Szenario, darüber reden wir kommenden Sonntag. Im letzten Szenario, im Utopie-Szenario, schwimmt sie als eine Chimäre aus Mensch, Maschine und Koralle auf dem Grund der Tiefsee und kümmert sich quasi dort um eine geschundene Welt und hält dann vor dem Weltparlament eine Rede, wie sie sich sozusagen die Utopie, wie sie sich vorstellt. Und im zweiten Szenario, über das wir jetzt heute vertiefender reden wollen, das heißt Transformation, driftet sie als eine Androidin, der jegliche biologische Substanz fehlt, also eine reine Maschine, durch die Weiten des Weltalls und weiß zunächst eigentlich weder, was sie ist, noch wo sie ist und eigentlich auch nicht, wann sie ist. Genau. Und darüber reden wir heute. Auf der einen Seite mit Philipp Weiß, der quasi an jedem Sonntag hier sein wird. Ganz kurz zu ihm. Philipp Weiß ist Autor. Er ist in Wien geboren, hat Germanistik, Philosophie und Deutsch als Fremdsprache studiert, danach in Aserbaidschan gelehrt und einige Theaterstücke schon bereits geschrieben, die ihn dann in dieser ersten Zeit als Theaterautor, als Hausautor ans Schauspielhaus Wien geführt haben. Und danach hat er quasi war einige Jahre etwas ruhiger um ihn, da er sehr intensiv an seinem Debütroman geschrieben hat. Das ist dieser Schober hier. Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen. Und ganz kurz dazu, weil es eben so ein Grundwerk quasi auch für dieses Stück ist. In diesem Roman geht er eben in fünf verschiedenen Bänden sozusagen schon der Frage danach, unter anderem der Frage nach der technologischen Entwicklung vom ausgehenden 19. Jahrhundert, also von dem Beginn der industriellen Revolution bis ins 21. Jahrhundert, wo sich im 21. Jahrhundert quasi die Handlung um die Reaktorkatastrophe von Fukushima dreht. Und in einem Gespräch, was im Programmheft auch zu lesen ist, sagt er eben, dass dieser Roman sozusagen die Entwicklungen bis jetzt unter die Lupe nimmt und sich damit befasst und dieses Stück eben den Blick in die Zukunft wirft. Ja, und eben, ich bin sehr froh, dass wir über diesen zweiten Teil heute mit Janina Loh sprechen können. Sie ist Philosophin mit Spezialgebiet auf Technik und Medienphilosophie, Verantwortung und Roboterethik. Sie arbeitet an der Universität Wien und sie hat unter anderem letztes Jahr im Junius Verlag diese Einführung zum Trans, also die erste deutschsprachige Einführung zum Trans- und Posthumanismus geschrieben. Auch eine sehr große Empfehlung meinerseits. Und noch jetzt knapp vor Weihnachten im Dezember erscheint bei Suhrkamp ihre Einführung in die Roboterethik. Genau, ja.
Man kann sich bereits jetzt schon extrem viele äußerst interessante Videos mit ihr zu all diesen Themen anschauen im Internet, ja, die ich alle mit sehr großem Vergnügen angesehen habe. Und ich hoffe, dass wir dem heute auch noch irgendwie etwas beitragen können, diesem Schatz, der ohnehin schon vorhanden ist. So, jetzt wollen wir aber ins Gespräch starten und vielleicht ganz kurz, quasi damit das irgendwie auch im Raum steht, Janina, weil sie war bei der Premiere am Dienstag da und hat sie angeschaut und vielleicht kannst du ganz kurz mit uns, also die ersten Eindrücke deiner See, wie du es erfahren hast und vielleicht auch schon welche Fragen sich da für dich irgendwie nochmal neu gestellt haben oder einfach einen kleinen Erfahrungsbericht von deinem Erlebnis an der Premiere uns geben. Also vielen Dank auch für die Einladung von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein an diesem schönen Sonntagnachmittag. Ja, Eindrücke von der Premiere. Wirklich sehr schwer, das so in Kürze zusammenzufassen. Ich war ziemlich überwältigt, muss ich sagen. Ich habe das Stück vorher nicht gelesen, hatte mir auch überhaupt nichts in diesen Flyern und in dem Programmheft durchgelesen, wusste gar nichts zu dem Stück, was da passieren würde. Und habe dann im Nachhinein festgestellt, dass ich das schon anders interpretiert habe, das, was da so an Sinnesreizen auf mich eingestürzt ist, anders interpretiert habe, als ich es dann später in dem Stück dann nachgelesen habe. Was ich sehr spannend fand, war einmal tatsächlich der Teil, über den wir auch heute vielleicht eher sprechen, die Transzendenz oder Transformation, weil da natürlich viele Elemente drin vorkommen, die mich, sage ich mal, in meiner Arbeit auch beschäftigen. Gibt es dieses eine Moment von Lift, der Begründung einer Firma, Lifttech genannt, die zur Unsterblichkeit, sage ich mal, dem Menschen verhelfen sollen. Ne? Und das ist ja ein großes Ziel, das der Transhumanismus hat, also eine Strömung, die den Menschen technologisch modifizieren und verbessern möchte. Und das ultimative Ziel dieser Verbesserung ist dann am Ende des Tages tatsächlich die Unsterblichkeit. Und es ist ein Ziel, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe und fand aber auch, dass in dem Stück selber bei der Inszenierung am Dienstag auch nicht einfach positiv, sag ich mal, wiedergegeben, sondern mit allen Herausforderungen oder so, die mit dieser Vision der Unsterblichkeit auch einhergehen. Das hat mich einfach, sag ich mal, aus meinen Arbeitsgründen heraus sehr beschäftigt und interessiert. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, aus persönlichem Interesse, war dieser lange Dialog von der ersten Liv, die 90-jährige Liv, die auf diesem Müllfloß treibt, die Rede, die sie an ihre Mutter richtet, die Mutter, die irgendwie Oberärztin natürlich ist und die dann Liv fragt, warum hast du die Welt denn eigentlich so sehr, glaube ich. Und Liv antwortet darauf, fällt dir denn nicht auf, was hier los ist? Und dann kommt so eine Tirade an, merkst du nicht, dass die Systeme zusammenbrechen? Merkst du nicht, dass du irgendwie selber dich irgendwie einnullen lässt in deinem Alltag mit deinen Konsumbegierden und so? Merkst du nicht, dass eigentlich um dich herum alles zerfällt, alles zusammenbricht, der Kapitalismus irgendwie sich in unfassbar ekelhafte Spiralen hochdreht und merkst du nicht, dass der Wind aufkommt, dass der Donner grollt, merkst du nicht, dass die Welt sich selbst also zusammenfällt. Hat mich ein bisschen an Trainspotting erinnert, witzigerweise. Am Anfang gibt es diesen, in dem Buch gibt es diese lange Sequenz von aufeinanderfolgenden Liebe das Leben, Liebe das Geld, Liebe die Spiele. Ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf, aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert und das sozusagen auch da ist es ja, sage ich mal, humorvoll oder überspitzt, hat es einen ganz ähnlichen Effekt auf mich gemacht. Und dann, was mich tatsächlich nachhaltig beschäftigt hat und auch kritisch beschäftigt hat, war das Bild von Sozial- und Beziehungsstrukturen, das mir implizit so mitgegeben worden ist. Also es gibt diese eine Sequenz, wo über diese Geschichte der Kugelmenschen gesprochen wird. Die Kugelmenschen, das ist weiß nicht inwiefern, soll ich das irgendwie kurz wiedergeben, was das ist? Eine Erzählung, die Platon, glaube ich, wiedergibt, dass die Menschen ursprünglich in Kugelgestalt
zusammen waren und mit vier Beinen und vier Armen und eben sowohl beide Geschlechter als auch ein Geschlecht. Und dann durch die Menschen haben sich mal wieder irgendwie gegen Zeus aufbegehrt und sind dann geteilt worden. Und seitdem sind sie irgendwie auf der Suche nach ihrer zweiten Hälfte und so. Ich glaube, mit einem göttlichen Haar werden sie zerschnitten. Großartig, ja. Und das ist so. Das ist eine sehr romantische Vorstellung davon, dass wir alle irgendwie einen Deckel haben, der auf den Topf passt und dass wir eigentlich dahin streben sollten, so unseren anderen Part zu finden, der irgendwie mit dem wir wieder zu einer Einheit verschmelzen können. Und in der Szene, wo das angesprochen wird, wird danach dann sozusagen die Abkehr davon. Also es ist ein Paar, glaube ich, ein Mann und eine Frau, die das, wenn ich das richtig erinnert habe. Es ist ja. Liv und Vey. Vey ist ein Androide, den Liv bestellt, genau. Mhm. Ja, vielleicht kannst du, Philipp, ganz kurz auch nochmal, weil ich habe ja jetzt wirklich eingangs auch nur ganz kurz das Szenario beschrieben. Vielleicht gerne auch nochmal über quasi deine Gedanken, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dieses Stück so zu schreiben, aber vielleicht auch noch einfach spezifischer einmal darüber sprechen, was dieses zweite Szenario ist, was vielleicht auch passiert und welche Gedanken und Überlegungen dich dahin gebracht haben, es auch so zu schreiben. Also erstmal nochmal von meiner Seite vielen Dank fürs Kommen. Das war auch ursprünglich einmal mein impliziter Wunsch, dass solche Gespräche stattfinden, und ich verorte mich da als Autor, glaube ich, auch eher ungewöhnlich an so einer Grenze und suche da auch den Dialog, und mich fordert es heraus, die Frage, ja, gibt es die Möglichkeit, da einen Dialog zu treten zwischen Kunst und Wissenschaft, also ich glaube, mit der Philosophie fühle ich mich noch am allervertrautesten, und da ist auch, glaube ich, die Art zu denken und zu sprechen noch wirklich am nächsten. In einer Woche werde ich mit einer Sozialökologin diskutieren und eine Woche drauf dann noch mit einer Klimaaktivistin. Aber erstmal vielen Dank fürs Kommen. Ich weiß nicht, inwiefern ich dann meiner eigenen Idee da gerecht werden kann, weil das Schreiben ein ganz anderer Modus auch der Kommunikation und des Nachdenkens ist. Und das Gespräch viel flüchtigere, spontanere Gedanken erfordert. Zum Stück nochmal. Wie gesagt, es schließt dann den Roman an, das heißt, der Roman versucht quasi eine Bestandsaufnahme unserer Gegenwart, dieser technischen Membran, die sich da um unseren Planeten legt, und wie ist es dazu gekommen, ich versuche eine groß angelegte Herleitung dieses Status quo in dem Roman, und danach hat sich dann die Frage aufgedrängt, ja, wie geht es dann weiter, was kann man von dort aus weiterdenken, wie kann man über die Zukunft nachdenken und sprechen, und meine Grundthese ist immer, dass wir heute keine Sprache mehr haben, um Welt, um Globalität zu denken, um Komplexität zu denken und um Zukunft zu denken. Wir stehen quasi wie sowas wie am Analphabeten des Komplexen vor diesen Phänomenen, und mein Anliegen ist als Autor, dem quasi eine Sprachsuche, eine Geschichtensuche, eine Bildsuche entgegenzusetzen, um Welt, um Zukunft wieder denkbar zu machen, vorstellbar zu machen. Ich habe auch manchmal schon gesagt, wir sind quasi invertierte Utopisten, weil der Utopist, der kann mehr vorstellen, als er herstellen kann. Wir können aber mehr herstellen, als wir vorstellen können. Und das ist ein großes Problem. Und da sehe ich quasi auch eine Chance, dass die Literatur eine Rolle spielt, eine gesellschaftliche Rolle. Und darin habe ich jetzt mal mein Projekt definiert. Und dann war die Herausforderung, ja, wie lässt sich dann über die Zukunft nachdenken und erzählen? Und Zukunft ist aber etwas, was immer schon aus der Gegenwart heraus in verschiedener Weise entworfen wurde. Ja? Also über lange Zeit der Menschheitsgeschichte natürlich als Schicksal. Ja? Dann quasi als die Geschichte des Christentums war Apokalypse, bevorstehende Apokalypse und Erlösung im neuen Jerusalem. Dann im 19. Jahrhundert quasi als die
der Aufstieg und des Proletariats oder dann später als die Zukunft quasi als das Schlaraffenland des freien Marktes. Und was wir heute erleben, ist quasi so eine Wiederkehr der Apokalypse. Die Apokalypse ist eine ganz alte Geschichte des im Johannesevangelium des Neuen Testaments. Das ist eine Urerzählung unserer Kultur und die kommt heute oder sagen wir seit Ende des 20. Jahrhunderts wieder ganz vermehrt, rückt sie in den Vordergrund und drängt sich uns auf als einen Weg über Zukunft nachzudenken. Und die Frage ist, wie kann man aber auch anders nachdenken über das Zukünftige? Was gibt es für andere Geschichten? Und die zweite große Geschichte, die es über die Zukunft gibt, das ist quasi die Vision des Silicon Valley. Das Silicon Valley in Kooperation vielleicht mit Hollywood, wenn man so will. Und das ist quasi die Erlösung, also es ist eine Fortsetzung des christlichen Narrativs, es ist eine Fortsetzung der Idee einer Erlösung. Eine Erlösung auch vom Fleisch, eine Erlösung vom Tod. Also das heißt Singularität genannt. Genau, ja. Also Gerechtigkeit, Frieden, ewiges Leben, das neue Jerusalem des Cyberspaces ist quasi eine Fortsetzung des Christentums oder vielleicht sogar einer platonischen Geschichte. Und okay, da können wir nochmal dann drüber sprechen, aber die Philosophin weiß das sicher noch differenzierter zu betrachten. Aber die Grundfrage ist quasi neben dieser Idee, dass die Technik die Lösung für alles bietet und die Erlösung bietet, was gibt es dann quasi noch als eine dritte Option? Und erstmal diese technische Vision, die wollte ich hier in diesem zweiten Szenario, über das wir heute sprechen, einmal ausformulieren, um es eben auch wirklich mit dem Ziel, es auch in seiner Konsequenz, also was bedeutet es, den Tod abschaffen zu wollen, beispielsweise. In meinem Szenario bedeutet es in einer paradoxen Schleife quasi die Abschaffung des Menschen. Also durch den Versuch, den Tod zu überwinden, macht es sich selbst obsolet und wird letztlich abgelöst. Es gibt ja im auch in der Evolution quasi zwei Möglichkeiten des Verschwindens einer Spezies. Das eine ist, sie stirbt aus und das andere ist, sie mutiert, sie transformiert sich. Und dieser trans- und dann posthumanistische Diskurs ist eben einer, der dieses zweite bedient und sagt, die Menschheit wird quasi durch die Maschine beerbt, die Evolution setzt sich fort und genau, und der Mensch wird obsolet. Ja. Darf ich da und die Stelle, die ich gerade mit den Kugelmenschen angesprochen habe, kurz darauf beschreiben ja Liv und, also Liv beschreibt dann, dass sie dann von dieser Zweisamkeit, von dieser in sich ruhenden Zweisamkeit irgendwie abgekommen sind und dann irgendwie, ja, wir sind dann in Swingerclubs gegangen und wir haben uns voll exzessiv irgendwie mit allem anderen, mit allen anderen auch verbunden und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ja, ich musste nicht mehr rausgehen, weil ich war schon mit allen zusammen, ich musste nicht mehr irgendwie, gibt es so zwei Sätze, ich, darf ich das nur kurz ausführen, damit auch die es nicht gesehen haben? Ja. Also die Geschichte, wir befinden uns ja zunächst mal im 22. Jahrhundert, Liv driftet durch das Weltall, das ist quasi eine Gegenwartsebene und dann wird immer rückblickend in Livs fragmentierte Erinnerung erzählt, was diese Liv im 21. Jahrhundert erlebt hat. Sie ist in allen drei Szenarien eine eigentlich durch eine Maschine geborene, das heißt, weil ihre Mutter ist quasi alleinstehend mit Anfang 40 und wählt quasi eine In-vitro-Fertilisation. Liv ist dann eine Frühgeburt und kommt in den Brutkasten, das ist in allen drei Geschichten so. Das heißt, sie ist von Anfang an auch eine Verwundete, eine, die quasi einen sehr schweren Einstieg in das Leben hat, deswegen wählt die Mutter auch diesen Namen Liv, um ihr quasi diesen Lebenswillen quasi zu initiieren. Und in allen drei Szenarien ist es dann ein anderes sich Verhalten zu dieser
Bedrohung des Todes. Im ersten ist es quasi ein Trotzen, dieser ganze erste Monolog des Kollaps ist ein Ich habe überlebt. In dem zweiten ist Ich schaffe den Tod ab. Und im dritten ist Ich versöhne mich mit dem Tod, weil ich weiß, dass alles Leben immer auch Verwandlung ist. Und in diesem zweiten Szenario, also jetzt in diesem, von dem wir jetzt sprechen, ist es dann so, Liv trotzt dem Tod ihrer Mutter, gründet ein Unternehmen, LivTech, das quasi transhumanistische Ideen verfolgt, ermöglicht quasi ein Human Enhancement, eine Optimierung, technische Optimierung ihres Körpers. Und nach dem Tod ihrer Mutter schafft sie es tatsächlich, den Tod biotechnologisch zu überwinden. Der Tod wird abgeschafft und es ist noch eine zweite wesentliche technologische Neuerung, die unser gesellschaftliches Zusammenleben wesentlich verändert. Und das ist quasi das, was ich die Noosphäre nenne. Und zwar gibt es heute schon also die technologische Grundlage dafür. Und Elon Musk hat ein Unternehmen gekauft und das genau diesen Weg verfolgt. Das heißt Neuralink. Und das hat zum Ziel, das, was wir jetzt quasi als Smartphone mit uns herumtragen, in unsere Gehirne zu implementieren. Das heißt, das Ziel ist, also Elon Musk sagt, es ist eigentlich, der Unterschied ist nur die Übertragungsrate, ja? Weil jetzt sind wir im Grunde auch schon Cyborgs, wir sind permanent angeschlossen an dieses Netz, wir sind permanent technologisch erweitert, wir haben den Zugriff, unser Gehirn, wir müssen uns nichts mehr merken, sondern wir haben permanent die Möglichkeit, über Distanz zu kommunizieren, etc., etc. Und in dem Moment, wo man das in das Hirn hineinsetzt, über eine Computerhirnschnittstelle, hat man quasi eine höhere Übertragungsrate. Und was bedeutet das aber? Wenn diese konstitutive Grenze, die unser als Menschsein als Mensch ausmacht und konstituiert, wenn die fällt, wenn es dieses Innen und Außen nicht mehr gibt, wenn ich quasi das, was ich denke, wie ein Gott unmittelbar in Wirklichkeit verwandeln kann, wenn aber auch ich zum ultimativen Sklaven werde, in dem alles, was ich denke, sofort auch für Beherrschung und Manipulation quasi offen ist. Wenn diese konstitutive Grenze fällt, wird dieses Erlebnis des Menschseins auch verschwunden sein. Und das, die Vision, die ich dann da ausführe, ist quasi diese Liv, die das erlebt, die sich dann einerseits in positiven Bildern, also beispielsweise die orgiastischen Szenen, sie gehen in diesen Swingerclub und erleben quasi Sex nicht zwischen zwei Menschen als eine Verbindung, sondern zwischen Dutzenden, zwischen Hunderten. Man klingt sich ein in dieses Netz und man ist quasi das gesamte Fleisch und die Gedanken. Und einige Zeit ist das quasi sehr lustvoll, aber irgendwann, dadurch, dass diese Differenz, die uns konstituierende Differenz, die das Denken und die Sexualität ausmacht, wegfällt, irgendwann wird es langweilig und alles nivelliert und tritt über in einen vegetativen Zustand. Ja, und ich glaube, genau das ist also, das war, vielen Dank, also es hat das, glaube ich, auch allen nochmal geholfen, irgendwie das irgendwie einzubetten in das Stück. Und das ist, sage ich mal, das kritische Moment, das ich da festmachen wollen würde. Weil, also mir ist vollkommen klar, warum du das und also was deine Intention ist. Und ich teile 120% die Kritik am Transhumanismus und sozusagen... Könntest du ganz kurz auch noch, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich quasi an zur Arbeit auch in dem Stück kam, keinen wirklichen Begriff davon hatte, was so ungefähr Transhumanismus und Posthumanismus ist. Ja. Vielleicht ganz kurz das auch noch einmal, dass das im Raum ist. Na genau, also wie ich gerade gesagt habe, Transhumanistinnen und Transhumanisten versuchen, den Menschen, wie sie ihn jetzt wahrnehmen, technologisch zu modifizieren und zu verbessern. Das fängt an bei irgendwelchen medizinischen Eingriffen oder auch bei Implantaten, Prothesen und so weiter, geht hin bis zu Visionen des genetischen und moralischen Enhancements, was dann eben sich auf zukünftige Generationen auch auswirken soll, dass wir dann auch, also genetisches Enhancement, wie das Julian Savulescu beispielsweise beschreibt, dass wir durch Modifikationen dahin gelangen können, Eigenschaften, die wir als nicht so moralisch vorzüglich sehen, irgendwie vielleicht ein gesteigertes Aggressionspotenzial und so weiter, eindämmen können oder komplett ausschalten können genetisch und andere Eigenschaften des menschlichen Charakters, die wir moralisch mehr schätzen, wie, keine Ahnung, Besonnenheit oder Klugheit oder so, dass wir die genetisch irgendwie mehr pushen oder mehr fördern können.
Und irgendwann so Leute wie Nick Bostrom und Stefan Lorenz Orgner, der im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist, der dazu sehr viel geschrieben hat, Max Moore und andere, irgendwann werden wir den Menschen so krass verändert haben technologisch, dass wir eigentlich gar nicht mehr vom Menschen, wie er jetzt gerade ist, sprechen können, sondern dann müssen wir eigentlich vom Posthumanen sprechen. Das Posthumane ist eine radikal, also wirklich ganz krass radikal modifizierter Mensch. Nick Bostrom sagt dann immer, wir können uns das Posthumane in etwa so gut vorstellen, wie sich eine Ameise vorstellen kann, es ist, wie es wäre, ein Mensch zu sein. So eine Vorstellung können wir uns eigentlich nur vom Posthumanen machen, nämlich gar keine wirklich. Aber es wird auf jeden Fall super laufen. Es wird auf jeden Fall alles toppy-floppy werden und es kann nur gut werden. Also es ist ein, Sie merken schon an meiner Art, mich darüber auszudrücken, dass ich das Ganze, es ist halt auch ein Widerspruch in dem Ganzen. Auf der einen Seite kann dieses ultimative Ziel nicht wirklich in Worten gefasst werden, weil es ja quasi das Transzendente ist. Es ist eigentlich das, was man sich mit menschlichen Kategorien nicht mehr vorstellen kann. Gleichzeitig aber sind Transhumanistinnen und Transhumanisten 100% davon überzeugt, dass die Reise gut enden wird, dass das alles ein gutes Szenario enden wird. So, und der Posthumanismus auf der anderen Seite will den Menschen überwinden. Deswegen Post und nicht Transhumanismus. Davon gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal den technologischen Posthumanismus, das sind Leute wie Ray Kurzweil beispielsweise, der ja unendlich viel zum Thema Singularität geschrieben hat, der eine leitende Funktion bei Google innehat, der die Singularity University in Kalifornien mitbegründet hat, wo die UnternehmerInnen von morgen ausgebildet werden und auf die Welt losgelassen werden. Und der technologische Posthumanismus will den Menschen überwinden mit der Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz. Das ist quasi die nächste Stufe der Evolution. Und natürlich muss auch der Mensch auf dem Weg dahin irgendwie davon profitieren. Ich meine, das sind Leute, die Singularity, Silicon Valley sind schon gefallen. Das sind halt Leute, die teilweise enorme Summen für ihre technologischen Projekte brauchen. Google etc. Und das wäre ja furchtbar, wenn da nichts für den Menschen abfallen würde, ne? Auf dem Weg in die Singularität, in diese zu den technologisch modifizierten... Singularität ist das Punkt, an dem... Genau, das ist so die Vision, wo das alles drauf hinläuft. Bei Ray Kurzweil heißt das, ist es der Moment, when the universe wakes up, wenn das Universum erwacht, was auch immer das genau heißen soll. Das heißt vor allen Dingen meistens, dass es irgendwie eben eine neue künstliche Spezies geben wird von Maschinen, die sich selbst weiterentwickeln können. Das wird, das hat schon ein Mensch namens Goethe im Jahr 1965 gesagt, die letzte Erfindung der Menschen sein. Darüber hinaus werden die Menschen nichts Tolles mehr schaffen. Die Menschen werden davon profitieren, sie werden mit Nanobots verschmelzen, das sind so kleine Roboter, die im Körperinnern irgendwie Aufgaben übernehmen. Sie werden auch ihren Geist vielleicht irgendwann auf einen Computer hochladen und dann virtuell unsterblich werden. Dann werden sich die Grenzen zwischen den Menschen auflösen. Wir werden irgendwann, so Hans Moravec, werden wir sogar im Weltall herumschweben, durch die Planeten schweben, und also wir werden dann eine einzige große Cloud sein. Aber am Ende ist halt der technologische Posthumanismus hat das Ziel, eine neue Evolutionsstufe zu erreichen, die nicht mehr menschlich ist. Und das ist der Unterschied zum Transhumanismus. Und dann der kritische Posthumanismus, dem ich mich selbst zuschreibe in meiner Arbeit, will den Menschen überwinden, indem er mit gängigen Kategorien und Vorstellungen vom jetzigen Menschen ganz fundamental bricht. Und der kritische Posthumanismus sieht eben das jetzige Menschen- und Weltbild ganz fundamental durch den Humanismus eben geprägt, der sogenannten westlichen Welt, und hat mit diesem humanistischen Menschen- und Weltbild so seine Schwierigkeiten, weil so der kritische Posthumanismus das Menschenbild, das uns der Humanismus vorgibt, vor allen Dingen anthropozentrisch ist. Das heißt, der Mensch ist das einzige Wesen, das einen ultimativen intrinsischen Wert hat, und alle anderen Wesen werden mindestens implizit, häufig leider auch explizit, moralisch diskriminiert. Die sind weniger wert, erst recht, wenn es auch an nichtmenschliche Wesen geht. Aber auch innerhalb dieses Menschenbildes, das zeigt die Geschichte mit vielen traurigen Beispielen, wurden Menschen, die irgendwie anders sind, unter der Flagge auch des Humanismus, ganz häufig hart diskriminiert. Und Rassismus und Sexismus und Speziesismus sind, sag ich mal, gefährliche Auswüchse des Humanismus. Und der kritische Posthumanismus entwirft sozusagen eine ganz diffuse, facettenreiche Landschaft an Möglichkeiten, wie wir über den Humanismus hinaus uns das Zusammenleben auf diesem Planeten denken können. Und das ist so ein bisschen das, wo ich die Utopie
wie ich die Utopie-Version auch deines Stückes gedeutet habe. Also Leute wie Donna Haraway und Rosi Braidotti und so, Bruno Latour, die jetzt vielleicht Ihnen nicht so viel sagen mögen, aber die ich so als Inspirationsquelle vielleicht auch zum Teil gesehen habe für dieses Stück. Wenn ich da kurz unterbrechen darf, bitte. Die Frage, die sich mir stellt, also diese Transhumanisten, die im Silicon Valley sitzen, die Frage ist das jetzt einfach eine abgehobene Sekte, die irgendwie eine Ideologie verfolgt, und das kann man irgendwie aus der Distanz beobachten und ein bisschen absurd und lächerlich finden, oder ist es so, dass das Menschen sind, die tatsächlich in Positionen unserer globalen Gesellschaft, also das ist eine rhetorische Frage natürlich auch ein Stück weit, sind es Menschen, die tatsächlich unsere Zukunft prägen und formen? Ich würde dann mir selbst antworten, ja, weil sie sitzen eben in den Chefetagen von Google und so weiter. Ja, und sie lehren an unseren Universitäten und sie sind Teil einfach der öffentlichen Landschaft, und Leute wie Stefan Lorenz-Sorgner beispielsweise, der ist so... hat so ein, ich sag mal, imposantes Auftreten, ist auf so vielen Veranstaltungen dabei und er ist Transhumanist und er vertritt den Transhumanismus, und wir können Auswüchse dieser Theorie oder dieser Debatte sehen. Vielleicht kennen Sie alle die Quantified Self-Bewegung, die in den USA gegründet worden ist, die im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen, also es gibt diese Smartwatches, ne, und irgendwelche Apps, mit denen man so seinen Alltag irgendwie berechnen kann. Man kann damit mit diesen ganzen Apps und mit diesen Smartwatches und mit anderen Devices kann man berechnen, wie viele Schritte man am Tag gehen muss, wie gut der Schlaf war, den man so hatte nachts, und was man so machen muss, um möglichst fit und möglichst lange jung und irgendwie toll zu sein. Das ist eigentlich eine transhumanistische Idee. Der Grundsatz dieser Quantified Self-Bewegung lautet Self-Knowledge through Numbers, Selbsterkenntnis durch Zahlen. Und das ist ein ganz, ganz grundlegendes Credo des transhumanistischen Denkens, dass alles, was, und also spiegelt auch diese Technik-Euphorie wieder, alles, was am Menschen wichtig und interessant ist, kann durch Zahlen ausgedrückt werden, kann in Informationen und in Daten gespeichert werden und dann eben auch technologisch verändert werden und übertragen werden auf andere Medien, wie auch immer. Dass es ganz viel gibt am Menschen, was eben nicht in Zahlen ausdrückbar ist, wird dadurch hart ausgeblendet. Und dadurch, letzter Satz, der Transhumanismus zeigt sich da als ganz klares Kind der Moderne. Es ist ein kapitalistischer Auswuchs einer Gesellschaft, die der Ansicht ist, dass man Menschen möglichst transparent gestalten sollte, weil was passiert, wenn Menschen transparent werden? Dann werden sie prognostizierbar, dann werden sie auch bewertbar, dann kann man sie hierarchisieren, dann kann man einzelne Aspekte am Menschen hierarchisieren, man kann manche Aspekte als wichtig und manche als unwichtig einstufen, und man kann sie dadurch kontrollieren. Und das ist die ganz große, der Transhumanismus ist eine Utopie, also je nachdem wer... Also das ist eine Heilslehre. Ne? Eine Vision der ultimativen Kontrolle. Alles, was am Menschen wichtig ist und was an diesem Planeten wichtig ist, soll handhabbar, soll kontrollierbar gemacht werden. Genau, und das ist der wesentliche Punkt. Ich danke dir, das ist also die Frage... Gerade in meiner Rage, ich bin immer so... Ja, aber also zu sagen, also weil diese Bewegung behauptet ja von sich, die einzige und ultimative Bewertung der Geschichte liefern zu können und zu sagen, wir befinden uns ja seit Millionen Jahren oder seit Jahrtausenden auf diesem Weg, und eigentlich ist das jetzt eigentlich nur die logische Schlussfolgerung. Wir sind nicht irgendeine Elite, die das jetzt quasi ideologisch denkt, sondern wir befinden uns im Besitz einer absoluten Wahrheit, und wir ergeben uns dieser Wahrheit, und dann die Konsequenz daraus ist, if you can't beat them, join them. Also wenn man sie nicht schlagen kann, dann muss man der Technologie beitreten, Optimierer oder Krepierer heißt das in meinem Stück, dann übersetzt, und gerade so eine ein Blick auf diese Ideologie oder also quasi ein Aufdröseln dieser ideologischen Grundlagen, das würde mich jetzt nochmal vertieft interessieren. Also zu sagen,
und dann vielleicht irgendwo zu landen, wo man fragen könnte, wie könnte man es auch anders denken, wie könnte man diese Geschichte auch anders, fortsetzen, weil das, was da dahinter steckt, ist natürlich eine neoliberale Optimierungslogik, die immer nur, also und dann auch vielleicht basierend auf humanistischen Idealen einer Menschheit. Der Humanismus denkt auch immer den Menschen als einen zu optimierenden, einen, der sich verbessern kann über Bildung, über Kultur, der quasi und da das heißt, diese Diskurse sind deswegen so stark, weil sie so anschließen an so viel Kulturgeschichte und das dann aber neoliberal quasi überhöhen. Und das, was man beispielsweise in Frage stellen kann, sehr leicht, ist diese absolute Idealisierung der Zahl und der Maschine. Also die Maschine ist quasi das Ideal. Von einem halben Jahrhundert hat schon Günther Anders von der Antiquiertheit des Menschen gesprochen. Der Mensch quasi von der prometheischen Scham. Der Mensch schämt sich neben der Maschine, weil sie perfekter ist. Ja, weil sie beständiger ist, weil sie überdauert. Diese prometheische Scham ist die Scham des Geborenen vor dem Gemachten. Ja, und das, die Maschine ist quasi das Ideal und wir müssen uns in einem neoliberalen Wettbewerb permanent messen mit unglaublich sich beschleunigten Entwicklungen in der Technologie und das führt zu einem unglaublichen sozialen Druck, nicht? Und der geht ganz in dieser neoliberalen Logik auf und die Frage ist, ja, man könnte genauso sagen, Maschinen sind nicht der Mensch, ist quasi das Defizitäre, das sich an der Maschine gemessen quasi als Mängelwesen erleben muss, sondern die Maschine, also es ist eigentlich nicht eine artificial, sondern intelligence, sondern eine artifizielle Dummheit, die Qualitäten des Menschen, nämlich die Irrationalität, ja, die Empathie, die Kreativität, die Offenheit völlig vermissen lässt. Nicht? Ja, und also ich meine, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, glaube ich. Also der Transhumanismus und dann auch der technologische Posthumanismus beruhen auf einem defizitären Menschenbild. Man muss überhaupt nicht irgendwas defizitär nennen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich empfinde mich nicht als defizitär. Ich finde auch nicht, dass Krankheiten und das, was wir in einer Gesellschaft als sogenannte Behinderungen bezeichnen, ich finde auch nicht, dass das defizitäre Formen des wie auch immer Menschseins sind. Ne? Und es ist eine Sache, dass wir in einer Gesellschaft Regeln brauchen, nach denen wir im Krankenwesen, im Versicherungswesen und so weiter Krankheit und Gesundheit und Therapien und so weiter definieren. Aber der Transhumanismus basiert eben auf der Vorstellung, obwohl das halt so nicht sagen würde. Ne? Also wenn jetzt Stefan Lorenz-Sorgner neben mir sitzen würde, der würde ausrasten, der würde das ganz furchtbar finden, was ich hier behaupte. Aber der philosophische Kern des Ganzen, der anthropologische und philosophische Kern, ist die Vorstellung, dass der Mensch, so wie er hier einfach ist, schlecht ist, kaputt ist, defizitär ist, degeneriert ist. Und wir müssen erst, und das ist tatsächlich, das sind die humanistischen Wurzeln des Begriffs Humanitas von, weiß nicht, 300 oder 400 vor Christus, glaube ich, erstmals aufgekommen, ist die Vorstellung, dass wir nicht schon voll und rund so und einfach toll zur Welt kommen, sondern dass wir uns erst zu was Gutem machen müssen. Und dass das eine lebenslange Anstrengung bedarf. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir zu Barbaren oder zu Tieren. Also das ist so die antike Vorstellung davon. Man will sich durch die Humanitas vom Barbaren und vom Tier abgrenzen. Das ist das, was uns Menschen auszeichnet. Natürlich dann früher so die alten Griechen irgendwie, ne, und die Römer später. Und halt alles andere wird mindestens implizit, wenn nicht sogar explizit ausgeschlossen und dann eben auch aus dem Bereich des eigentlich quasi Menschlichen ausgeschlossen. Und das ist etwas, was der Transhumanismus ganz klar fortsetzt. Ja, und ich frage mich dann, also mich würde auch noch interessieren, eben weil du hast vorher gemeint, dass der Transhumanismus eben nicht im Posthumanismus endet, aber in etwas Posthumanem, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und in deinem Stück aber ist es ja so, dass quasi viele Schritte des transhumanistischen Enhancement durchgegangen werden, aber am Ende ist diese Androidin im Weltall und trifft auf andere Androiden, die irgendwie auch dieselbe den Ursprungscode dieser biologischen Liv einprogrammiert haben und gemeinsam verbinden sie sich und werden zu dieser Nosphäre, wie du sie beschreibst, die reine Sphäre des Denkens. Und jetzt
wollte ich dich einfach fragen, oder eigentlich euch beide, aber siehst du es so oder seht ihr es so, dass wenn man quasi diese transhumanistischen Bereiche durchschreitet, dass das zwangsläufig doch auch in etwas Posthumanistischem landet? Wie denkst du das? Also erstmal möchte ich diesen Begriff der Noosphäre ein bisschen erläutern, weil den finde ich wirklich spannend. Und zwar war das ein Theoretiker, von dem man sagt, er hätte für den Raum geleistet, was Darwin für die Zeit geleistet hat, nämlich Wladimir Vernadsky, ein russischer Geologe zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und während Darwin nämlich dargestellt hat, dass alles Leben sich in der Zeit, nämlich in der Evolution, fortentwickelt, hat Vernadsky den Begriff der Biosphäre geprägt und gesagt, dass alles Leben auf so einer sehr dünnen Membran um den Planeten eben in der Biosphäre sich in einem stofflichen Raum entfaltet. Und dann in einer weiteren Folge hat er dann die Frage gestellt, aber warum, wie kommt es dazu, dass in dieser stofflichen Sphäre, in der der Mensch quasi so ein mickriges Wesen ist im Verhältnis zu dem Ausmaß des Planeten und des anderen Lebens darauf. Wie kommt es, dass der Mensch so einen wesentlichen Einfluss hat? Und dann prägt er eben diesen Begriff der Noosphäre. No kommt, ist der Geist griechisch, also die Sphäre des Denkens, die Sphäre des Geistes. Und der Mensch erhebt sich quasi und prägt, überzieht diese Biosphäre mit seiner Sphäre des Denkens. Und ich greife dieses Bild auf und in meinem Stück ist es so, dass quasi diese verlinkten Gehirne zu einem Netz verlinkten Gehirne quasi gemeinsam ein Superorganismus bilden, der vergleichbar ist vielleicht mit den Ideen, die die Posthumanisten formulieren. Und dieser Superorganismus, der quasi alle Individualität verschluckt hat, dehnt sich dann aus und expandiert in den Weltraum. Und ich frage mich aber schon, also das ist eine Frage, die habe ich für mich noch nicht beantwortet. Ich erzähle manchmal diese Geschichte der Technik auch als eine, das ist auch ein Motiv, das ich jetzt nicht erfunden habe, das auch schon sehr alt ist, als eine der Körpererweiterung. Und man könnte das so denken, man könnte sagen, unser erstes Werkzeug, nämlich der Hammer, ist quasi die Erweiterung der Hand. Ja, also in der Evolution, das, was uns vom Affen unterscheidet, ist der Greifdaumen. Und dieser Daumen erlaubt uns, die Hand zum Werkzeug zu machen. Die Externalisierung der Hand ist der Hammer. Die Erweiterung unserer Beine ist das Rad. Die Erweiterung unseres Gedächtnisses ist die Schrift. Die Erweiterung unseres zentralen Nervensystems ist quasi das Internet. Ja, und dann passiert etwas, ein qualitativer Sprung, nämlich etwas, das heißt in dem Moment, wo der ganze Körper schon externalisiert ist durch Technik, ja, was passiert dann? Der Schritt in die Körperlosigkeit, etwas, das quasi wir Virtualität nennen und etwas, was bis dahin eigentlich nur der Literatur, der Religion und unseren Träumen vorbehalten war, nämlich die Erschaffung einer völlig immateriellen Welt. Und man kann quasi so eine Geschichte erzählen, man kann auch eine andere Geschichte erzählen und sagen, das Leben auf der Erde beginnt mit Einzellern, die sich dann irgendwann nach 2 Milliarden Jahren zu Mehrzellern zusammenschließen, die dann immer komplexere Formen bilden, die dann irgendwann vor gar nicht langer Zeit, eine halbe Milliarde Jahre im Verhältnis zur Erdgeschichte, dann quasi die komplexen, in der kambrischen Explosion, quasi die komplexen Formen des Lebens erschaffen, die dann immer größere Strukturen entwickeln und so weiter. Und auch der Mensch hat quasi diese Bewegung in gewisser Weise vollzogen, von den kleinsten Strukturen der Familie, der Herde oder quasi zum Dorf, zur Stadt, zur Nation, bis zur globalisierten Welt unserer Gegenwart. In gewisser Weise kann man solche Geschichten erzählen und dann in dem Moment, wo man dem quasi glaubt und sagt, es gibt diese Teleologie, es gibt diese Entwicklung hin zu größerer Komplexität, wohin führt das und wo ist der Mensch dann quasi in dieser Stufe? Und natürlich ist er nicht der Endpunkt. Zu dem ersten, zu der
ich weiß nicht, wie nenne ich es, zu dem ersten Narrativ, was du da beschrieben hast, sagen möchte, ist, und das ist ja auch ist tatsächlich etwas, was im technologischen Posthumanismus und im Transhumanismus gleichermaßen eigentlich, ja, im technologischen Posthumanismus noch mehr vorhanden ist, ist so eine ganz mittelalterliche Unterscheidung zwischen Geist und Körper. Ne? Weil die Vorstellung, dass wir uns komplett vergeistigen oder dass wir dann in den Raum des Geistes irgendwie einziehen, beruht ja darauf, dass man das sogenannte Körperliche vom oder Stoffliche vom Geistigen irgendwie trennen kann. Aber das ist etwas, womit wir, sag ich zumindest mal im Raum der Philosophie, spätestens mit Anfang des letzten Jahrhunderts mit Maurice Merleau-Ponty und anderen, lange aufgeräumt haben. Ne? Also und die gegenwärtige Medizin beispielsweise ist da auch mittlerweile durch eher viel, viel stärker durch ein Holismus geprägt, der keine klaren Unterschiede mehr zwischen Geist und Körper sehen kann, als wären das eben zwei verschiedene Töpfe, in denen man das eine und das andere irgendwie einsortieren könnte. Aber die Vorstellung vom Mind-Uploading und der Eintritt in die sogenannte Virtualität basiert für viele technologische Posthumanistinnen und auch Transhumanistinnen immer noch darauf, dass wir irgendwie das Geistige vom Körperlichen trennen können und dann aus diesem gebrechlichen, defizitären Grab, in das uns Mutter Natur irgendwie alienhaft kontingent reingesteckt hat, dass wir da irgendwie ausziehen können draus und dann auf irgendwo anders einziehen können, in einen Körper unserer Wahl. Oder vielleicht dann am Ende aller Zeiten, ne, Hans Moravec hatte ich schon erwähnt, dann uns von jeglicher Hardware irgendwie lösen können. Aber dafür muss man erstmal diesen grundlegenden Dualismus einkaufen. Und auch da möchte ich also auf den Ball an Sie zurückspielen. Also es ist tatsächlich ein sehr traditionelles Denken, das zwischen Geist und Körper so einfach unterscheiden kann, aber mit dem eigentlich also im letzten Jahrhundert schon in vielen, vielen Disziplinen und nicht nur in der Philosophie einfach Schluss gemacht worden ist. Und ganz kurz noch eine Nachfrage auch, ist das quasi der einzige Hauptgrund, weil ich habe das Gefühl eben, dass auch in den anderen Videos, die ich angeschaut habe, sozusagen dich eben, weil der Philipp hat jetzt die Teleologie auch ins Spiel gebracht, von der technischen Entwicklung hin zu einem ganz klar ursprünglich schon abgezeichneten Punkt. Das wäre jetzt ein Grund, der quasi so dagegen, der das quasi von vornherein auch irgendwie ausschließt. Aber gibt es da noch andere Gründe quasi in deinem Denken, die dich dazu führen, das abzulehnen, so eine teleologische Vorstellung von technischer Entwicklung? Also ich vertrete auf jeden Fall keine teleologische Vorstellung. Das ist so, klingt immer sehr hegelianisch und so, die Geschichte hat irgendwie ist irgendwie gerichtet und so. Und also als kritische Posthumanistin bin ich da viel zu, sag ich mal, viel zu offen, um da in irgendeiner Form eine Gerichtetheit, gleich welcher Art, zu sehen. Und ja, wie gesagt, dahin ging auch meine wirklich minimale Kritik irgendwie an dem Stück, dass zumindest aus kritisch-posthumanistischer Sicht müsste man diese Utopie noch viel, viel facettenreicher irgendwie darstellen. Viel mehr, also ganz am Ende wurde in dem Stück gesagt, das ist sozusagen dieses, was wir uns nicht von den Oktopoden abschauen sollen. Die Oktopoden sind sehr unsoziale Wesen. Die Eltern sterben sofort, nachdem die Kinder auf die Welt gekommen sind und sind eigentlich auch das ganze Leben irgendwie allein. Und die Chimäre sagt am Ende, liebe Menschen, schaut euch das doch bitte nicht ab. Oder so habe ich es zumindest, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Aber Sozialität beschränkt sich eben nach meiner Ansicht, nach der Ansicht des kritischen Posthumanismus, glaube ich, beschränkt sich nicht auf die Vision des Kugelmenschen, beschränkt sich eben nicht darauf, dass wir irgendwie einen Deckel für einen Topf finden oder irgendwie unser eines Gegenüber finden, sondern Sozialität kann auf ganz, ganz unterschiedliche, ganz facettenreiche Art und Weise gedacht werden. Das ist ja auch in der Agora der Arten irgendwie schon ein bisschen angedacht, aber ich glaube, das kann man, wenn man wirklich radikal offen ist und das auch also auch Widersprüchlichkeiten erlaubt, kann man mit so einer Teleologie einfach nicht besonders weit kommen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ich glaube, Sie stellen den Menschen zu sehr in den Mittelpunkt. Wir leben ja im Universum. Wer jetzt? Im Universum und das Leben im Universum ist nicht ewig, denn wir streben alle einem Wärmepuls zu. Die Entropie wird wachsen. Und es wird sich alles ausgleichen und dann gibt es sozusagen das Ende der Welt. Ja. Glaube ich. Ja. Ja, nur. Diese Überlegungen sind ja
Aber das Faszinierende daran ist ja, obwohl, also erstmal, wenn man die ganz, ganz große Perspektive einnimmt, dann müssen wir uns natürlich der Entropie ergeben und dann können wir quasi feiern gehen und oder ja, aber das heißt, die ganz große Perspektive ist ja für unser Menschsein, das in sehr kleinen Skalen vor sich geht, ja erstmal dann auch nicht relevant. Beziehungsweise das Faszinierende, was ich an dieser Idee der Entropie, also das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dass quasi alles im Universum dem Verfall zustrebt. Ja, das Faszinierende daran ist ja, dass wir so komplexe Lebewesen hier sind. Wir sind quasi ja eigentlich die Gegenthese zu dieser Entropie. Und der Grund, ich habe dann lange darüber nachgedacht, wie das sein kann, wie kann so etwas Komplexes, so eine Ordnung, so eine extreme Ordnung entstehen, wenn doch alles im Universum diesem Verfall zustrebt. Und zwar deswegen, weil wir quasi weil der Verfall angezapft werden kann, ja, weil ein Benzinmotor, also diese Thermodynamik kommt daher, ein Benzinmotor, sehr komplexe Moleküle verbrennt er und er gibt Wärme ab, eine sehr zerstreute Energie, und mit diesem Prozess des Verfalles treibt er aber einen Kolben an und schafft Bewegung, und wir machen es genauso. Wir essen sehr geordnete Nahrung und kacken sie raus als sehr ungeordnetes, und diesen Prozess des Verfalls zapfen wir an und schaffen Ordnung, und genauso die Sonnenstrahlung, die auf die Erde kommt, und die Wärmestrahlung, die Erde verlässt. Das heißt, es ist dieser Ordnungsprozess, der uns erhält, aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt für unsere konkreten Fragen Also ja. Ich sehe einfach, zumindest im kritischen Posthumanismus, verzeihen Sie, dass ich immer so diese Labels nehme, aber es ist einfach für mich ganz, ganz wichtig, dass man zwischen diesen drei Diskursen unterscheidet, weil die einfach ganz unterschiedliche Sachen wollen. Im kritischen Posthumanismus gibt es ein ganz klar aktivistisches Potenzial. Da wird einfach gesehen, dass wir jetzt, auch wenn wir, sag ich mal, global gesehen und auf diesen absoluten Punkt hinaus gesehen, quasi ein Staub im Wind sind vielleicht, ne, im Sonnenwind sind, aber wir machen ganz schön viel kaputt und wir machen ganz schön viel richtig schlecht und wir tun ganz schön viel anderen Menschen weh, und es hilft uns ja alles nichts. Wir können ja nicht einfach uns zurücklehnen und irgendwie die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, am Ende werden wir sowieso alle in der Sonne verbrennen, so ungefähr, ne, oder den Wärmetod sterben oder was, ne? Sondern man muss ja irgendwie schauen, wie man jetzt das Leben ordentlich über die Runden bringt. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man sieht, dass diese ganzen Debatten, die du in deinem Stück angesprochen hast, dass das erstens keine intellektuelle Gedankenspielerei ist, dass es auch keine Science-Fiction ist. Ne? Also intellektuelle Gedankenspielerei wäre sozusagen auf meiner Seite der Wissenschaft und auf deiner Seite wäre es dann so die pure Science-Fiction, so dass einfach, dass es halt einfach irgendwelche komischen Visionen sind, die irgendwelche Verrückten im Silicon Valley haben, sondern dass das tatsächlich ganz, ganz aktuelle und unser aller aktuelles, jetziges Leben hier und heute auch schon betreffende Szenarien sind, die, wenn wir jetzt nicht einschreiten und wenn wir jetzt nicht solche Stücke schreiben und wenn wir jetzt nicht solche Bücher publizieren und in öffentlichen Diskursen uns einsetzen und dafür auf die Straße gehen, dann lange vor dem Werbetod zu einem vermutlich sehr desaströsen Zustand auf diesem Planeten führen. So würde ich das einfach sehen. Deswegen ist es total wichtig, dass wir sowas machen, was wir heute machen. Ja. Und Selbstrechtfertigung. Und ich glaube auch, die viel größere Gefahr, also die unmittelbar größere Gefahr, die uns jetzt betreffen sollte, ist nicht quasi, dass Maschinen eines Tages die Herrschaft übernehmen werden, die Menschheit vernichten oder was für Visionen, sondern dieser bloße Umstand, dass in jedes technische Artefakt quasi schon eine Herrschaftsstruktur eingeschrieben ist. Und das, da komme ich jetzt wieder darauf zurück, auf meine Ursprungsthese, wir stehen quasi mit so einem neuen Analphabetismus vor der Welt, vor der technischen Welt nämlich. Wir interagieren mit Oberflächen, mit Interfaces, wir haben quasi die Tiefenstruktur dessen, was uns umgibt, verloren.
Wir sind an Geräte angeschlossen, wir sind mit der Technik mittlerweile tief verbunden, aber wir verstehen sie nicht, wir wissen nicht, was sie bedeutet. Das ist eine neue Form von illiterarer Hilflosigkeit. Und wir sehen nämlich nicht die sozialen, die politischen Implikationen, die in diesen Geräten stecken. Ich möchte ein Beispiel nennen, dass das gut veranschaulicht. Es gab oder es gibt auf Long Island bei New York Brücken, die in den 20er Jahren gebaut wurden und die zu den Stränden führen. Und das sind ganz faszinierende Brücken, weil die sehen sehr, sehr schön aus und sind aber nur 2,80 Meter hoch. Und man sieht diesem Objekt nicht an, dass es quasi eine Manifestation des Rassismus ist. Ja? Weil ein Architekt in den 1920er Jahren, der das designt hat, wusste, dass nur die reiche weiße Oberschicht Autos hat, um zu diesen Stränden fahren zu können, während die ärmere Bevölkerung in den schwarzen Vierteln nur mit Bussen reisen kann, die Busse aber nicht durch diese Brücken, die nur 2,80 Meter hoch sind, durch konnten. Und so ist quasi die Ideologie in dem Artefakt versteckt. Und das ist quasi die Wirklichkeit, die wir nicht sehen. Wir sehen quasi nur die schimmernde Oberfläche im Schaufenster oder im Online-Shop, aber wir sehen nicht, was quasi für Ideologie sich darüber transportiert. Ja, und also ich finde es total gut und wichtig, dass du das angesprochen hast. Das ist ein Punkt, den ich, wo immer ich irgendwie ein Mikro in die Hand gedrückt bekomme, möglichst auch von mir gebe, den man auch schön in der Einführung die Roboterethik nachlesen kann. Ein bisschen Werbung am Rande. Tatsächlich ist Technik einfach nie neutral. Das ist letztlich genau das in a nutshell, was du gerade mit diesem wunderschönen Beispiel oder auch nicht so schönen Beispiel, aber sehr prägnanten Beispiel erläutert hast. Und ich finde es erschreckend, wie viele Studentinnen und Studenten aus den Technikwissenschaften, vor denen ich spreche, über Roboterethik immer noch sowas sagen wie, ja, das sind doch nur Einsen und Nullen. Das ist auch neutral, das hat auch gar nichts mit Ethik zu tun, Entschuldigung. Und dann die American Rifle Association sowas sagt wie, nicht Menschen töten Menschen, sondern Maschinengewehre töten Menschen. Klar, man kann mit einem Maschinengewehr auch einen Nagel in die Wand schlagen und man kann mit einem Maschinengewehr auch als Gehkrücke benutzen. Das geht sicherlich auch, aber jede Technologie hat einen Zweck. Ist durch menschliches Handeln entstanden. Menschliches Handeln unterscheidet sich vom tierischen bloßen Verhalten oder vom Instinkt gerade dadurch, dass es durch Intentionen gesteuert ist. Und durch Intentionen kommen Werte in die Handlung rein. Und das sind immer auch ethische Werte. Es sind auch politische, auch religiöse, auch ökonomische Werte, aber es sind auch immer ethische Werte. Und diese Werte werden dann auch in den Produkten menschlichen Handelns, in den Technologien, werden die, ob gewollt oder ungewollt, aber notwendig, immer eingeschlossen. Das auch von meiner Seite ein Beispiel. Ein einfacher Tisch stammt nicht von mir, stammt von Peter Paul Verbeek, der eine Ethik des Designs geschrieben hat. Ein einfacher Tisch zeigt durch seine Form schon, dass soziale Strukturen in ihm eingeschlossen sind. Stellen Sie sich einen rechteckigen Tisch vor. Sie kommen in ein Haus, sind zum Essen eingeladen und jetzt steht da so eine lange Tafel. Wo setzen Sie sich als Gast nicht hin? Ans Kopfende des Tisches. Weil natürlich am Kopfende des Tisches ist Platz für die Hausherrin bzw. den Hausherrn. Ein rechteckiger Tisch hat eine in sich eingeschlossene Hierarchie, die vorgegeben ist. Nicht jeder Mensch an diesem Tisch ist gleichberechtigt. Wohingegen ein runder Tisch allen Menschen einen gleichberechtigten Platz gibt. Auch ein ganz einfaches Beispiel, glaube ich, wie man sieht, dass bestimmte Werte in Technologien eingeschlossen sind. Und das geht natürlich weiter. Ob wir von Staubsaugerrobotern sprechen oder ob wir von selbstfahrenden Autos sprechen, ob wir von Zahnbürsten sprechen, von Tassen, von was bis hin zur Singularität. Vor allem ja auch, wenn wir quasi nur ganz kurz über die eine technologische Erneuerung, die auch schon angesprochen wurde, über diese Neuralink quasi, über die Möglichkeit, Gehirne direkt zu vernetzen sprechen, oder? Weil da ist ja die Möglichkeit der Kontrolle oder der Technologie dann nochmal auf einem ganz anderen Level umfassend, oder? Oder wie seht ihr das? Ja, aber generell, nicht nur diese Neuralink, aber generell Human Enhancement, das heißt die technische Optimierung des Menschen, muss man immer quasi auch ideologiekritisch beleuchten, weil wohin führt das? Es führt in letzter Instanz dazu, dass das, was wir bis jetzt soziale Klassen nennen, biologische Klassen werden. Ja, also in früheren Zeiten hatte ein König und ein Sklave
keinen anderen Körper. Sie hatten eine andere soziale Stellung, sie wurden in einen anderen Kontext geboren und hatten eine andere Machtposition. Die Technologie aber, die Ideologie implementiert, verfestigt Herrschaftsstrukturen. Und in dem Moment, wo quasi eine reiche Klasse an Menschen auf diesem Planeten es sich leisten kann, ihren Körper zu optimieren, das heißt geistig, körperlich, zu erweitern, dann haben wir plötzlich die Situation, dass soziale Klassen biologische Klassen werden und dass das quasi unüberbrückbar wird, nicht? Ja? Und darin sehe ich die viel unmittelbarere, größere Gefahr. Und in weiterer Hinsicht gäbe es tatsächlich irgendwie sowas wie das Mittel zur Unsterblichkeit. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeuten würde für unsere Gesellschaft. Warum streben wir da überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Das ist mir völlig schleierhaft. Also stellen Sie sich vor, es gäbe dann unsterbliche Diktatoren. Ja? Sie werden nicht mehr, und wir sind auch in unserem Geist sehr träge Wesen. Ja, Max Planck sagt einmal, eine wissenschaftliche Wahrheit setzt sich nicht deswegen durch, weil die Gegner überzeugt werden, sondern weil eine neue Generation wächst, die schon mit dieser Wahrheit aufwächst. Und das erleben wir heute auch in Fridays for Future. Es wächst eine neue Generation heran, die nicht in diesen alten Denkstrukturen steckt und die anders denken kann und die diese gesellschaftlichen Strukturen überwinden kann. Wenn wir quasi die Unsterblichkeit anstreben, dann streben wir auch quasi eine ganz konservative in letzter Hinsicht faschistische Gesellschaft an. Und also die transhumanistische Antwort auf deine Frage zu geben, warum Unsterblichkeit? Der Transhumanismus folgt einem impliziten, aber sehr deutlich herauszulesenden Leitcredo: mehr ist besser. Von allem. Was alles anbelangt. Mehr Intelligenz ist besser als weniger Intelligenz, mehr emotionale Wahrnehmungsfähigkeiten ist besser als weniger davon und so weiter. Und Unsterblichkeit heißt mehr Zeit. Mehr Zeit für alles. Und mehr ist immer besser als weniger, deswegen mehr Zeit ist nach dem transhumanistischen Denken natürlich besser als weniger Zeit. Warum? Naja, zum einen kann man dann die vielen anderen großen Probleme, die wir haben auf diesem Planeten, auch besser angehen, weil man dann mehr Zeit dafür hat, sich mit irgendwelchen globalen Herausforderungen, Hunger, Seuchen und so weiter, Kriegen, besser auseinanderzusetzen, dem Klima besser auseinanderzusetzen. Und zum anderen, so der Transhumanismus, können wir dann die in unserer Essenz festgelegte Aufgabe einer radikalen Transformation, die können wir dadurch ultimativ nachkommen, uns zu einem posthumanen Wesen zu machen, weil wir dann unendlich viel Zeit haben. Das ist aus Transhumanismus, das ist nicht meine Position, ja, ist klar. Aber aus transhumanistischer Sicht ist das sozusagen des Pudels Kern. Mehr Zeit heißt immer, man hat auch mehr Möglichkeiten, von allem anderen mehr zu bekommen. So die technologischen Entwicklungen zu steuern, dass wir dann intelligenter werden, schöner werden. Nick Bostrom hat tatsächlich in seinen hart rhetorischen Schriften, Sie müssen sich mal, es gibt mittlerweile auch viel von ihm auf Deutsch übersetzt, auch im Surkamp Verlag erschienen, ich glaube letztes Jahr, eine Sammlung von Texten. Es gibt einen Text, wo er sich für das Human Enhancement eben ausspricht und dann sagt er sowas wie, ja, nicht sowas wie, sondern das ist jetzt eine Übersetzung einer Textstelle, es mag manchen Eltern leichter fallen, ihre Kinder zu lieben, wenn die schön, klug und, was ist das dritte? Happy, health, schön, klug und gesund sind. Und das wird durch das Enhancement geleistet, so der Transhumanismus. Das ist natürlich da ist eine ganze Menge, geht da schief in diesem Zitat, ja, das braucht man, aber wir haben tatsächlich Tendenzen natürlich auch jetzt schon in unserer Gesellschaft, deswegen der Transhumanismus ist Kind seiner Zeit, ja, es ist die radikale Weiterentwicklung eines, du hast gesagt Neoliberalismus, ich habe gesagt Kapitalismus, eines sogenannten westlichen Menschen- und Weltbildes. Wir haben natürlich jetzt auch schon in so einem Alltagsverständnis so dieses Bild, dass es Menschen mit Behinderungen gibt und Behinderung ist irgendwas Schlechtes und das will man aufheben. Das ist etwas, was transhumanistisch sehr leicht weitergedacht werden kann. Na, aber es gibt natürlich viele Menschen, die mit einer sogenannten Behinderung leben und damit sehr glücklich sind. Und es gibt auch Menschen, es gab vor einigen Jahren so einen berühmten Fall in den USA von einem gehörlosen Paar, das ein gehörloses Kind haben wollte,
weil sie der Ansicht sind, dass die Gehörlosigkeit eine ganz andere Wahrnehmungsweise dieser Welt und ganz andere Möglichkeiten des Glücklichseins erlauben, als wenn Menschen hören können. Und das scheint etwas zu sein, diese ja, Diskriminierung von Menschen, die in irgendeiner Form von der Norm abweichen, ist etwas, was der Transhumanismus einfach jetzt in der Gegenwart aufgreift und radikal weiterdenkt. Wunderbar. Also danke dir für diese Klarheit. Ich glaube, wir können es jetzt öffnen, oder? Also auch gerade gedacht, ja. Vielleicht mal zu schauen, gibt es bis hierher Fragen sind. Ja, bitte. Also bei all meiner Kritik am Transhumanismus möchte ich da jetzt auch, ich möchte kein Bashing betreiben, ja, also meine Position ist, glaube ich, hinlänglich klar geworden. Es ist de facto so, dass der Transhumanismus, also durch Stefan Lorenz Sorgner beispielsweise, schon die Haltung vertritt, dass wir in unserem Nachdenken über Geschlecht und Gender weitergehen müssen. Also es sind keine konservativen Arschlöcher, ja, die irgendwie an dem heteronormativen, binären Geschlechterdenken festhalten wollen, auf jeden Fall. Das sind sie nicht. Also zumindest nicht, soweit ich mit ihnen in Kontakt bin und mit ihnen diskutiere. Es ist de facto aber auch so, dass es im jetzt gelebten Transhumanismus tatsächlich sehr viele weiße Männer gibt. Mir sind selber sehr wenig Frauen bekannt, die den Transhumanismus als Strömung vertreten, und das aus guten Gründen, weil der Transhumanismus eine Fortsetzung des humanistischen Menschenbildes ist, und es gibt einfach sehr viele Menschen, die durch dieses Menschenbild implizit ausgeschlossen werden und diskriminiert werden. Und deswegen gibt es, glaube ich, ja, sehr mit nachvollziehbaren Gründen wenig Frauen und auch andere Minoritäten, die sich dem transhumanistischen Paradigma verpflichtet fühlen. Zusätzlich gibt es, dritter und letzter Punkt, im Transhumanismus eine ganz, ganz große Leerstelle, wenn es um politische und gesellschaftliche und ethische Bedenken oder Herausforderungen gibt. Ne? Du hast es gerade angesprochen, also wenn man das Enhancement-Denken irgendwie weitergeht, dann werden wir biologische Klassen haben. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie den Film Gattaca aus den 90er Jahren, der dieses Szenario auch schon irgendwie durchgespielt hat, wenn dann Menschen sich irgendwie genetisch modifizieren müssen, um irgendwie einen guten Platz in dieser Gesellschaft zu bekommen. Diese gesellschaftlichen Herausforderungen, die natürlich über Fragen von Geschlecht und Gender hinausgehen, werden im Transhumanismus sehr wenig, nicht gar nicht, aber sehr wenig, sag ich mal, zu wenig auf jeden Fall in den Blick genommen. Und da fällt auch die Debatte um Feminismus und eben Beyond Gender fällt da mit rein. Es gibt sicherlich, es gibt eine riesige transhumanistische Community und auch Leute, mit denen man anständig sprechen kann. Ja, also das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Das sind zum größten Teil keine bösartigen Menschen. Ja? Die wollen nichts Böses oder so. Die sind, im besten Fall sind es Technik-Nerds, die einfach von ihren Technologien überzeugt sind und da irgendwie, ne, aus Neugierde irgendwie und das einfach alles für spannende Ideen halten. Aber es sind eigentlich ganz, ganz selten Leute, zumindest im akademischen Raum, die irgendwie bewusst konservativ oder recht sind. Aber es gibt mehrere transhumanistische rechte Bewegungen, Nils Lang beispielsweise, die da sich vom Transhumanismus das gefährliche Gedankengut rauspicken und das in so Übermenschenvisionen, so möchte gerne nietzscheanisch irgendwie für sich weiter bilden. Deswegen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die du da gestellt hast, und sie wird im Transhumanismus nicht hinreichend zur Kenntnis genommen. Und es gibt aber auch aus den transhumanistischen Reihen heraus einfach wenig Leute, die das sich so auf die Agenda setzen könnten. Ne? Ich kann mir theoretisch sehr gut vorstellen, dass es einen feministischen Transhumanismus geben könnte. Es wäre dann vermutlich irgendwie ein Differenzfeminismus oder so. Und, also wie auch immer. Also es wäre eine sehr spezifische Form von Feminismus. Aber das wäre auf jeden Fall machbar und denkbar. Mir begegnet ist es noch nicht bislang. Ich habe eine Frage. Ich verfolge diese Diskurse immer so mit Neugier und Skepsis auch. Ich frage mich oft so, warum eigentlich jetzt dieser Diskurs? Also warum wendet man sich jetzt an der
Steine zu so einem riesigen technologischen Sprung. Also das wird manchmal nicht so selbstverständlich dann akzeptiert. Auch wir haben alle Handys, wir leben in unglaublich futuristischen Zeiten. Und meine Frage ist so, gibt es so eine Geschichte oder einen Vorläufer dieser transhumanistischen Visionen irgendwie vielleicht im 19. Jahrhundert oder so, weil ich mir einbilde, es gab ja immer wieder Zeiten, wo irgendein Schub an technischen Entwicklungen stattgefunden hat und die Leute dachten, oh mein Gott, jetzt sind es nur noch Jahre, bis wir alle Götter sind. So. Ja. Oder? Also ich würde meinen, es gab natürlich die industrielle Revolution, die ist das Einzige, was vielleicht noch irgendwie vergleichbar ist mit dem, was wir erleben, seit wir quasi seit den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts quasi in das Computerzeitalter eingetreten sind und der Computer und die auch gesellschaftlichen Verwerfungen und Umbrüche, die er erzeugt, muss man schon sagen, das ist Buchdruck und Dampfmaschine in einem. Ja, also und das erzeugt eine unglaubliche Dynamik und technologische Disruption, sagt man, also ein Bruch mit dem, wie wir Gesellschaft denken und leben. Aber was würde ich sagen, also ich meine, du hast schon darauf hingewiesen, es gibt natürlich Motive, die wir schon auch in der bis weit in die Antike zurückfinden können, wo Menschen sowas visioniert haben. Nick Bostrom beruft sich ganz häufig in seiner Rechtfertigung des Transhumanismus auf das mesopotamische Gilgamesch-Epos von irgendwie 2.8 vor Christus, wo irgendwie König Gilgamesch aus Uruk in die Unterwelt gezogen ist, um unsterblich zu sein. Wir finden bei Homer den Götterschmied, wie heißt er? Hephaistos. Ja, genau, Hephaistos, der künstliche Wesen, künstliche Frauen sind es in dem Beispiel, glaube ich, die über Vernunft und Sprache wie Menschen verfügen entwickelt und sozusagen auch autonome Tische, die irgendwie seine Kreation in den Olymp hoch bewegen und so. Bis in die Gegenwart hinein haben wir eigentlich Visionen, die eine Transformation oder eine radikale Weiterentwicklung des Menschen immer schon auch gedacht haben und darauf stützen sich halt gerade auch Leute wie Nick Bostrom und andere Transhumanisten. Wir haben aber beispielsweise zu Beginn des letzten Jahrhunderts in Russland den Biokosmismus, eine Strömung lose Strömung könnte man sagen, von Leuten, die eigentlich auch schon ganz ähnlich wie der Transhumanismus eine radikale Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft und einzelner Menschen durch den Einfluss von Technik gedacht haben. Bis hin auch tatsächlich zu dem Moment, wo der Tod aufgehoben wird und die Toten zurückgeholt werden können und der gesamte Planet sich irgendwie modifiziert hat. Und also das sind ganz, ganz ähnliche Visionen wie der Transhumanismus, die dann ein paar Jahrzehnte später auch entwickelt hat. Und davor haben wir natürlich die Technik-Utopien, ne? Francis Bacon und so. Also das gibt es schon auch, sag ich mal, die ersten Utopien, Milton und Mill und so, die sozialen und politischen Utopien, jetzt habe ich den Namen vollkommen verdreht, die erste große Utopie war Morus. Ich habe die ganze Zeit Milton gedacht. Morus, genau. Und nach Morus haben sich dann relativ schnell sogenannte technologische Utopien entwickelt, die einen technologisch verbesserten Zustand in der Zukunft sich vorgestellt haben, den man erreichen kann, auf den man hinarbeiten muss. Und der wurde dann mit Leuten wie Francis Bacon unter anderem eingeläutet. Also das heißt, wir haben das schon, aber es wird tatsächlich in der Gegenwart, und da bin ich dann wieder ganz bei dir, sehr dystopisch gedacht. Also gehen Sie mal so im Geiste so die letzten Romane, die Sie so gelesen haben oder die letzten Kinofilme, in denen Sie gewesen waren, durch. Das sind meistens irgendwelche dystopischen Visionen, die man da erlebt. Es gibt wenig positive Zukunftsszenarien, scheint mir. Na, und auch die großen Science-Fiction-Autoren, Stanislaw Lem, den ich immer Asimov vorziehen würde persönlich, aber Stanislaw Lem, Asimov, Dick und so weiter, die ja auch Technik nicht unbedingt total abgeneigt waren, aber die auch sehr, sehr kritisch waren. Und da sind dystopische Momente, glaube ich, immer noch sehr viel stärker, aber ich hoffe, ich habe deine Frage irgendwie beantwortet. So, ich bin jetzt ganz viel gewandert.
ich will jetzt nicht herumpolitisieren, aber mich würde so eine Einschätzung von euch interessieren, die aktuelle politische Lage betreffend, weil, also, es wurde ja zum Beispiel jetzt darüber gesprochen, dass Transhumanismus als Vision der absoluten Kontrolle, und mir scheint, dass da ja auch eingebaut ist, eine Vision der totalen Unabhängigkeit, die sehr, also Unabhängigkeit von der Umgebung oder so. Das kam mir jetzt vor, dass es im Gespräch irgendwie auch voll mitschwang, irgendwie so ein Begriff des Individuums. Also, dass jetzt, also immer wenn gesprochen wird von Körpererweiterung oder so, dann sind da ja schon gesetzt sozusagen, es ist klar, was ein Individuum ist und wo der Körper des Individuums aufhört und wie man den dann erweitern kann. Also, es ist ja etwas, ein Bild, das da quasi schon mit eingebaut ist in transhumanistische Überlegungen, denke ich mir. Und da frage ich mich, würde mich einfach interessieren, auch im Hinblick auf die, was erwähnt wurde, dass in jedes Artefakt eine Ideologie eingebaut ist, wie da eure Einschätzung ist, jetzt den Klimawandel betrachtend, ist es sozusagen gut, jetzt ganz schnell Technologien zu entwickeln, vielleicht auch mit fragwürdigen Ideologien, die aber einfach schnell, effizient zum Beispiel CO2-Emissionen verringern? Oder ist das gefährlich, weil sozusagen es wichtiger wäre, das System erstmal umzudenken und quasi den Entwicklungsbegriff ganz anders zu denken und dann lieber in Kauf zu nehmen, langsamer voranzuschreiten, als. Also das ist für mich irgendwie so die Frage, wo ich wirklich gedanklich ein bisschen ein Problem bekomme, weil ich also, auch, ja, genau. Also was jetzt Klima betrifft, ich habe auch für den Roman, war ich am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ein paar Wochen und habe mit Leuten dort gesprochen und habe auch dort Freunde, und das, was ich von dort immer mitbekomme, ist, die Technologie ist überhaupt nicht das Problem. Also die Technologien, um quasi diese Transformation zur Nachhaltigkeit zu vollziehen, die sind jetzt gar nicht das Problem. Das Problem ist quasi, wie funktioniert gesellschaftlich Transformation? Was sind das für Kräfte, die quasi da konservativ wirken? Genau, also da ist dann die Frage nach der, aber natürlich in dem Moment, wo wir jetzt schon im Grunde fast zu weit gegangen sind, so dass eigentlich ein Umlenken gar nicht mehr entspannt möglich ist, stellt sich die Frage natürlich dann immer drängender, und die Antwort ist dann das, was wir Geoengineering nennen, also quasi die technologische Intervention in die Ökosphäre, in die Biosphäre, in die komplexen Zusammenhänge des globalen Klimas. Und da gibt es dann halt ziemlich abstruse Ideen, nicht? Von Sonnenspiegeln über Partikel, die wir in die hohen Atmosphärenschichten einbauen, über natürlich Carbon Capture Technologien und so weiter und so weiter. Wir werden womöglich nicht umhinkommen, auch solche Technologien anzuwenden, aber ich stehe dem sehr, sehr skeptisch gegenüber, weil das Problem mit komplexen Systemen wie das Klima ist, dass sie eben komplex sind, und das heißt, dass sie nicht lineare Ursache-Wirkungszusammenhänge haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich an einem Rad drehe und glaube, das wird dann diesen Effekt haben, werde ich womöglich diesen Effekt erzielen, aber zumindest 100 andere Effekte, die ich nicht vorausgesehen habe. Und wir verstehen diese Systeme, also es gibt nichts, keine komplexere Wissenschaft als die Klimaforschung, die versucht, all diese Dinge zusammenzudenken, und wir verstehen diese Systeme unzureichend, um uns anzumaßen, sie irgendwie manipulieren zu wollen in unserem Sinne.
ich würde die Dichotomie, die du da aufgemacht hast, einfach nicht kaufen. Also dieses Entweder-Oder, müssen wir irgendwie entweder den Menschen als Individuum so hart verändern und modifizieren, oder müssen wir irgendwie hergehen und müssen durch einen radikalen Technik-Euphemismus, eine Technik-Euphorie irgendwie blind und wild einfach drauf los technologisieren und dadurch die Welt retten. Also beides funktioniert als Extremform nicht. Beides ist halt blind jeweils auf dem wichtigen anderen Auge. Es kann halt nur, man muss halt beides gleichzeitig machen. Und man tut sich auch keine Gefallen damit, weil man dann wenn man an dieser Dichotomie festhält, weil es dann so ein Schwarz-Weiß-Denken wird. Ne? Und also Dichotomie heißt ja auch immer, ich wähle eins und das andere ist dann das Schlechte. Und das kann es halt einfach nicht sein. Da ist die Welt zu bunt für und zu komplex für, als dass man sich den Luxus erlauben könnte, sich auf so eine Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge einzulassen. Da haben wir, nicht nur wir als WissenschaftlerInnen, sondern wir als BürgerInnen haben die Aufgabe, die Pflicht, uns hinzusetzen und in diesen Messi-Grau-Bereich hineinzugehen und zu sagen, okay, wir müssen uns Technologien ja, aber nicht um jeden Preis. Und das heißt, wir müssen uns die Technologien im Einzelnen anschauen. Und wir müssen uns die Veränderung am menschlichen Individuum im Einzelnen anschauen. Es geht weder um eine radikale Zusage an alles und auch nicht an eine radikale Absage an alles, sondern man muss es sich leider im Kleinen-Kleinen angucken. Und das vermutlich, weil du dann meintest, ja, dann mehr Zeit in Kauf nehmen. Ja, vermutlich heißt das automatisch, dass man ein bisschen Zeit auch für das eine oder andere auch mal in Kauf nehmen muss. Manche Dinge sind aber vielleicht auch schon einigermaßen gut durch die Wissenschaften abgedeckt und abgesichert. Da kann man vielleicht ein bisschen schneller vorgehen, aber technologischer Fortschritt und Veränderung am Individuum, ja, aber nicht zu jedem Preis. Und über den Preis müssen wir uns streiten, und zwar alle. Ne, der ist einfach nicht vorgegeben, der ist durch keine Wissenschaft und durch kein politisches System und durch keine Ökonomie ist der vorgegeben, sondern der wird in Unternehmen gesetzt. Aber er ist nicht irgendwie in der Natur schon drin. Es gilt nicht in irgendwo oder in der Bibel oder sonst wo, den irgendwo herauszufinden. Sondern wir müssen uns zumindest in demokratischen Gesellschaften, in denen wir hier leben, den Luxus haben zu leben, müssen wir uns hinsetzen und müssen darüber diskutieren, über den Preis, den wir bereit sind zu zahlen. Ich glaube, eine ganz kurze Ergänzung. Also ich glaube, meine Dichotomie war eigentlich nicht so gemeint, ob man das Individuum jetzt so verändern soll, sondern eigentlich ganz runtergebrochen quasi, ist es möglich, im kapitalistischen System den Klimawandel aufzuhalten? Und wenn ja, wollen wir das? Vermutlich nicht, das ist meine kurze Antwort, vermutlich nicht, aber wir haben ja keine andere Wahl. Wir können ja nicht uns hinsetzen und können warten oder irgendwie das System abschaffen. Wir müssen ja im laufenden System das System ändern. Also es bleibt uns ja nichts. Ne? Deswegen, also da ist sozusagen meine persönliche Meinung und deine persönliche Meinung und unsere aller persönliche Meinung erstmal wurscht. Wir müssen ja jetzt handeln, wir müssen ja jetzt irgendwas tun und wir müssen beides machen. Wir müssen das System ändern und wir müssen in dem System, in dem wir leben, jetzt Veränderungen hervorrufen. Aber genau diese Frage werden wir noch in den zwei kommenden Gesprächen an den zwei folgenden Sonntagen noch, glaube ich, ausführlich besprechen. Ja, ich glaube, ich würde jetzt auch diesen offiziellen Part quasi hier einmal beschließen. Wir sind auch alle noch hier. Janina Loh und Philipp Weiß werden auch noch ein bisschen bleiben und im sozusagen kleineren für Fragen zur Verfügung stehen. Ich darf ganz kurz noch einmal eine herzliche Einladung an das Stück und die Inszenierung bis Ende Oktober aussprechen. Und genau, kommenden Sonntag sprechen wir hier mit Marina Fischer-Kowalski, einer Professorin für Sozialökologie, über diesen Kollaps-Teil aus Philipps Stück. Am Montag, also am 21. wird im Keller eine szenische Lesung stattfinden mit Texten vom Unsichtbaren Komitee und Donna Haraway. Und am Dienstag wird Philipp Weiß aus seinem Roman lesen, quer durch die verschiedenen Bände. Am 22. ist die Lesung von Philipp Weiß, am 21. die Lesung von Donna Haraway und dem Unsichtbaren Komitee und am 27. Donna Haraway wird nicht selbst hier sein, oder? Nein, sie wird leider nicht hier sein. Wir haben es nicht geschafft. Und am 27. Kommt zu Gast die Fridays for Future Gründerin und Initiatorin des Klimavolksbegehren Katharina Roggenhofer und wir sprechen über den Utopie-Teil. Ja, wirklich vielen Dank für euer aller Kommen. Schön, dass es so viele Leute waren und vor allen Dingen herzlichen Dank an Philipp Weiß und Janina Loh. Ja.